willkommen zur zweiten Folge von Rockets Fan TV. Fasching ist natürlich jetzt rum. Heute ist Aschermittwoch und. Oh. Fasching ist rum. Fasching ist rum. Also, wie gesagt, herzlich willkommen zu Rockets Fan TV. Alle Störungen sind jetzt, glaube ich, behoben. Let's go! Letztes Wochenende hatten wir ja zwei Spiele. Besonderheit war diesmal, dass wir zwei Auswärtsspiele hatten. Freitags haben unsere Rockets in Herford gespielt und am Sonntag ging es dann nach Soest. Was da genau passiert ist, und das war einiges, das zeigen wir euch in den Spielberichten. Freitag ging es dann wie gesagt nach Herford. 650 Zuschauer haben uns da erwartet und das war nämlich das Spitzenspiel. Tabellenzweiter empfängt Tabellenerster. Und wir müssen sagen, wir haben unseren ersten Tabellenplatz an dem Abend auch tapfer verteidigt. Die haben richtig gut losgelegt, die Jungs. In der fünften Minute durch André Bruch gleich das 1-0 gemacht. Drei Minuten später wiederum hat Matt Fischer noch einen draufgesetzt. Und in der 13. Minute kam dann auch Florian Böhm dazu. Dementsprechend demotiviert gingen die Herforder aus dem ersten Drittel heraus. Kamen aber umso motivierter wieder ins zweite Drittel hinein. Ich denke, der Trainer wird ihnen da das ein oder andere erzählt haben. Und relativ zügig konnte man dann auch das 3-3 erspielen. Da wurde es dann nochmal ein bisschen kritisch, aber dann haben unsere Jungs wieder gezeigt, kein Problem, das kriegen wir hin und haben eben mal erhöht. Im Zwischenstand 6-3 konnte dann Herford dann auch irgendwann das 4-6 schießen. Und so war es dann, dass da nochmal relativ viel Hoffnung aufgekeimt ist natürlich. Aber unsere Jungs konnten das dann noch auf ein 7-4 abrunden, das Ganze. Und dann war der Drops gelutscht. Wir sind auf dem ersten Tabellenplatz auch wieder nach Hause gefahren. Weiter geht's dann zu dem Sonntagsspiel nach Soest. Am Sonntag ging es nach Soest, da haben wir 9-2 gewonnen. Spiel stand ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Viele Leute haben gefehlt, die Reihen mussten umgestellt werden. Man wusste, dass Soest ein unangenehmer Gegner ist, hat aber alles gewirkt. Unser Trainer hat die erste Reihe mit Marius Meyer und den beiden Kanadiern und mit der zweiten Reihe mit Varianov, Fiasanov, wirklich umgestellt, komplett andere Truppe und es hat wunderbar funktioniert. Zweite Reihe mit 6 Toren sogar, wirklich überragend. Spieler des Spiels waren Varianov und Fiasanov, beide mit 3 Toren. Joey Davis hat sich auch zweimal eingetragen in die Torschützenliste. Wirklich ein ungefährdeter Sieg, 4-0 nach dem ersten Drittel. Die beiden Gegentore kamen erst im letzten Drittel. Wunderbares Spiel. Macht wirklich Lust auf mehr und wir freuen uns wirklich auf das Spiel gegen Hamm und die Jungs wieder mal zu Hause zu sehen. Man muss ja sagen, es war ja nicht ganz so erwartet, weil vor wenigen Wochen haben wir noch in Soest 5-2 verloren. Ja. Und da bin ich als Fan schon ein bisschen mit dem Kribbeln im Bauch in das Spiel gegangen und hatte gedacht, hoffentlich geht alles gut. Aber man muss sagen, jeglicher Zweifel wurde in neunfacher Ausverteidigung davongeschossen. Ja, also ich hatte gerade nach dem Spiel in Herford habe ich ein gutes Gefühl gehabt und habe dann auch direkt mal im Tipp und 7-2 rausgehauen, dass es 9-2 wird. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich war eigentlich schon ganz guter Dinge, weil wir haben uns jetzt wieder eingegroovt und das wird ein gutes Spiel gegen haben. Ja, die Spielfreude ist auf jeden Fall zurückgekehrt. Sie war ja auch nur ganz kurz mal auf Toilette. Ja, es war ja Fasching. Steigt die Freude ja auch. Ja. Und jetzt geht's weiter mit den internen Rockets News. Was gibt es Neues bei den Rockets? Am Wochenende haben wir das 200. Tor geschossen in dieser Saison. Torschütze war Konstantin Fiasanov. Das Ganze war bei dem 9-2 gegen Soest und es war der 7. Treffer des Spiels. Im gleichen Spiel hat Matt Fischer auch seinen 100. Scorerpunkt diese Saison gemacht. Damit führt er vor Joey Davis auch die Scorerliste an. Herzlichen Glückwunsch, Matt. Glückwunsch. Du bist jetzt schon eine lebende Legende bei den Rockets. Sowas gab es vorher nicht. Und ob das so schnell noch jemand erreicht, außer dir natürlich, das ist auch natürlich, steht auch in den Sternen. Also herzlichen Glückwunsch, Matt. Ich hoffe, du hast auch schön Fasching gefeiert. Wir freuen uns auf den nächsten Rekord von dir. Vielleicht am Wochenende machst du den 150. Punkt. Man weiß es nicht. Aber herzlichen Glückwunsch, Matt. Private Einblicke hat uns diese Woche Konstantin Schönfelder beschert. Wie man auf der EGDL-Facebook-Seite sehen konnte, gab es ein paar Bilder, wo er in der Hängematte liegt. Die zeigen wir auch hier nochmal. Und das zeigt einfach, was für ein Mensch er ist. Ja. Er ist, wir sagen ja immer, der Ruhepol der Mannschaft.
und dort in den Wäldern holt er sich seine Ruhe. Also falls ihr beim Spazierengehen mal über irgendjemanden drüber stolpert, passt bitte auf, es könnte unser Konstantin sein. Ja. Vielleicht mag der Konstantin auch mal ein bisschen mehr über sich jetzt erzählen. Bist recht herzlich eingeladen, Konstantin. Jederzeit weißt, wo unser Studio steht. Ja, und wenn nicht, zwinge ich ihn einfach auf der Arbeit. Du bist entführt. Gut, kleiner Spaß natürlich. Das geht ja in der Arbeitszeit nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Gut, ansonsten kommen wir jetzt zu den News aus der Regionalliga West. In den News wollen wir uns heute mit der aktuellen Tabellensituation beschäftigen und den daraus folgenden Playoff-Spielen. Im Moment sind die Plätze 1, 5 und 6 recht eindeutig vergeben. Platz 1 geht an die EGDL, die uneinholbar am Tabellenplatz 1 liegt. Die Plätze 2, 3 und 4 werden jetzt am Wochenende erst vergeben. Da tummeln sich drei Mannschaften mit 59 Punkten. Herford, Neuwied und Rating, wobei man da sagen kann, dass Neuwied die besten Chancen hat, da sie zwei Heimspiele am Wochenende haben und noch ein direktes Duell gegen Herford. Rating wahrscheinlich mit der schlechtesten Ausgangsposition, da sie schon ein Spiel mehr haben als Herford und Neuwied und dadurch am Wochenende maximal drei Punkte erreichen können. Tabellenplatz 5 ist ganz eindeutig an Hamm, unseren nächsten Gegner, vergeben. Da geht nichts mehr nach oben und auch nichts mehr nach unten. Unter der Tabellenplatz 6 wird wahrscheinlich an Dienstlaken gehen. Die drei hinteren Ränge der Liga sind auch nicht ganz so uninteressant, denn hieraus ergibt sich unser nächster Gegner. Es gibt drei folgende Szenarien, nämlich zum einen, dass Lauterbach das letzte Spiel bzw. die letzten zwei Spiele gewinnt, Soest seine zwei letzten Spiele verliert. So kann es sein, dass Soest dann doch noch auf Platz 8 abrutscht und somit unser Gegner ist. Andere Möglichkeit ist, dass Lauterbach die letzten beiden Spiele verliert, Neuss die beiden letzten Spiele gewinnt, was ich persönlich für am unwahrscheinlichsten halte. Hier kann es aber dann dazu kommen, dass wir Neuss als Gegner haben. Oder die Tabelle bleibt so, wie sie ist. Das hieße dann, Soest würde noch mindestens ein Spiel gewinnen und wären somit uneinholbar für die Luchse aus Lauterbach. Neuss wäre dann abgeschlagen und dementsprechend chancenlos. Jetzt sind Björn und ich aber lange genug aus dem Bild geblieben. Wir sehen uns gleich. Zweite Folge und direkt eine Weltpremiere. Wahnsinn. Unfassbar. Wir wollen euch in unserer neuen Rubrik Regelecke die Regeln im Eishockey näher bringen. Ja, sicherlich gibt es einige von uns, die jetzt noch nicht ganz so oft in der Eishalle waren und sich dann wundern, warum pfeift eigentlich der Schiedsrichter so manches Mal? Ja gut, wir wundern uns auch das öftere Mal, was die Schiedsrichter da auf dem Eis fabrizieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es eigentlich immer eine Grundlage dafür. Und heute fangen wir an mit dem unerlaubten Befreiungsschuss. Der unerlaubte Befreiungsschuss ist eigentlich eine ganz einfache Regel. Gibt die Mannschaft A einen Schuss aus der eigenen Spielhälfte ab, welcher über die Torlinie des Gegners hinausgeht, so wird abgepfiffen und es gibt einen Bulli. Die Torlinie, muss man wissen, ist nicht nur die Linie innerhalb des kleinen Tores, wo der Torhüter drin steht, sondern erstreckt sich über die gesamte Breite der Spielfläche. Ja, das war's. Jetzt haben wir über all das gesprochen, was hinter uns liegt. Reden wir doch mal über das, was vor uns liegt. Vor uns liegt das nächste Spielwochenende. Am Freitag spielen wir gegen Hamm, 20.30 Uhr in Dietz in der Eissporthalle. Nach fast zwei Wochen das erste Heimspiel wieder. Gegner Hamm, immer unbequem, man weiß nie, was einem so wirklich erwartet. Sind zwar nur Tabellenfünfter, aber Vorjahresmeister. Und ich denke, es wird schon ein spannendes Spiel, weil Hamm ist nicht schlecht. Samstag geht es dann nach Hasefeld, Halbfinale vom Norddeutschen Pokal. Haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, Verbandsligist, wir sind in der Favoritenrolle, sollte eigentlich ein Sieg werden. Ich würde sogar sagen, alles was als nicht ein deutlicher Sieg wäre, wäre eine Überraschung. Danach wird die Mannschaft hoffentlich schön feiern können in Hamburg, ein bisschen Teambuilding betreiben können. Ja, so ist das kommende Wochenende. Dann schauen wir noch auf unsere nächste Folge. Wir werden weiterhin schauen, ob wir das wöchentlich euch präsentieren können. Es ist ja auch nicht ganz so einfach für uns, weil wir auch noch arbeiten gehen. Aber wir werden versuchen, einen regelmäßigen Rhythmus beizubehalten.
Und am Freitag werden wir uns dann so ein bisschen durch die Eishalle auch schleichen. Ja, und vielleicht auch den einen oder anderen von der offiziellen Seite her mal schnappen und einfach mal ein, zwei Fragen stellen, was sie so erwarten, was sie über das Spiel denken. Einfach mal wirklich direkte Stimmen einzufangen. Sozusagen Rockets TV on Tour. Ja, on the road. Ja, von daher sagen wir, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.